Wir haben ja jetzt schon mehrmals publiziert, dass wir eine kleine Facebook-Gruppe haben, Ussi und Helle Womo-Gruppe. Und da sind wir eine kleine Gemeinde. Und in dieser kleinen Gemeinde ist auch der Marco und der hat uns gebeten, wenn wir auf der Messe sind, dass wir uns den Weinsberg Cara Compact Pepper mit Längsbinden anschauen. Hallo Marco, da stehen wir davor. Mhm. Und wir schauen ihn jetzt an und zeigen dir es. Und nicht nur dir, sondern allen anderen. Die Interesse dafür haben, ja. Genau, also auf geht's. So, hier haben wir die Gasflaschen untergebracht. Leider kein Gasauszug, das heißt, wenn die hintere leer wird, wird es ein bisschen schwierig. Und dann haben wir die Heckgarage. Ja, die ist eigentlich ganz gut. Zwei Fahrräder sollten reingehen, aber es gibt größere Ausführungen. Was schön ist, das ist, dass diese Heckgarage wieder von beiden Seiten gleich große Türen hat. So, das ist besser untergebracht als bei vielen Fahrzeugen. Easy Treffelbox nennt sich das. Hier haben wir den Stromanschluss und hier haben wir den Wassertank. Alles natürlich wunderbar zugänglich. Also, das sieht schon mal alles ziemlich vorbildlich aus. Und hier haben wir für die Kassettenentleerung. Heißt das jetzt aber, dass wenn man irgendwo steht, man muss die Klappe runterlassen, damit man Strom anschließen kann? Das machen wir auf. So, hier kann man das Kabel durchstecken. So dass also die Klappe nicht geöffnet sein muss, wenn man es anschließt. Wunderbar, Sie werden schon bedient. Also das Kabel wird hier an der Klappe eingeführt und dann kann man es auch gleich liegen lassen. Und man kann hier das Frischwasser auftanken und das Abwasser ablassen. Also keine schlechte Lösung. Ussi? Ja, alles zusammen praktisch. Gut, also Marco, schönes Auto. Dieser Cara Compact von Weinsberg ist vermutlich auf auf Peugeot-Basis und er hat ein zulässiges Gesamtgewicht 3,5 Tonnen. Das ist der auch mit den Längsbinden. Kostet hier in dieser Ausstattungsvariante 53.000 Euro. Hat viele Preise gewonnen, wie ich das so sehe. Macht also offensichtlich was her. Und er hat eine Länge, Ossi, von 6,74. Länge 6,74 Meter. Also, schauen wir mal rein. So, also hier sieht man die Heckbetten. Und es sieht alles schon mal ganz gut aus. Es sind auch Steckdosen angebracht am rechten Bett, wenn man liegt. Und sie haben oben Staukästen, 3 Stück. Und an der Seite sind dann nur Staufächer. Was aber absolut okay ist. Einziges Negatives, was ich jetzt da gesehen habe, das ist keine Ablage im Mittelbereich, aber das braucht man nicht, denn man hat die Ablage etwas oberhalb. Das sieht also ganz gut aus. Und dann etwas gewöhnungsbedürftig ist sicherlich zum Beispiel, dass auf der rechten Seite, wenn man davor steht, kein Fenster angebracht ist im Gegensatz zur linken Seite. Also könnte ich nicht schlafen und ich hätte auch ein Problem damit, dass das Fenster nicht direkt an meinem Kopf ist, sondern dass das dann erst beim Bauchnabel beginnt oder sagen wir mal unterhalb der Brust. Ein Raumbad hat das Ganze nicht, aber es hat einen Vorhang, der allerdings auch nur halb hoch ist. Ja, aber als Sichtschutz kann man es durchgehen lassen. Ja, aber es ist ja auch kein Raubbad. Mach mal die Badezimmertür auf, wenn jemand im Bad ist und der andere liegt im Bett. Dann ist das Ganze verdeckt. Also insoweit wäre der Vorhang hier gar nicht so wichtig. Ja? Ich denke, man macht die Tür zu beim Duschen. Na, entweder steht es krumm oder es geht nicht ganz. Bleibt nicht auf. Ja. Dann haben wir hier unten Schränke im Bettenbereich. Da sind noch Zusatzpolster untergebracht. Und hier auch für Kleiderstange.
Also das ist nicht schlecht, es lässt sich weit öffnen und damit ist es auch sehr gut zugänglich. So, dann neben dem Küchenbereich ist dann auch der Kühlschrank. Und es sieht eigentlich recht ordentlich aus alles. Kannst du einen Schwenk reinmachen? Ja. Mach mal einen Schwenk rein in den Kühlschrank. Ist oben noch ein kleines Eisfach. Ja. Und da könnte man einen Backofen reinmachen. Nein, das kann man nicht. Das ist viel zu klein. Ist zu klein. Ich glaube nicht, dass man einen Backofen reinmachen kann. Vielleicht, aber sieht nicht so aus. Hier, das ist der Schrank über dem Küchenbereich. Da kriegt man etliches rein an Geschirr. Die Problematik ist nur, man muss das hintereinander stapeln, weil es ziemlich tief ist. Aber dafür hat es auch gutes Fassungsvermögen. Da kann man vielleicht noch ein Regal oder irgendwie was reintun. Magst du da mal auf, Ursi? Ja. Da geht auch was rein, oder? Ja. Die Problematik ist nur, man muss sich immer daneben hinstellen. Ja, eben, genau. Wenn man da was haben möchte. Dann haben wir unten noch die Schränke. Das sind keine Auszüge. Keine Auszüge. Machen wir die andere Seite auch noch mit auf, bitte. Ja. Ja, so geht die Technik. So, also passt etliches an Töpfen rein. Ja, aber keine Auszüge. Dadurch, dass keine Auszüge sind, ist schwierig. Immer bücken. Und das haben wir hier. Wie viel Flamme hat der? Einen Moment. Die Deko hier wegmachen. Und drei Flammen. Drei Flammenkocher. Mhm. So, dann haben wir hier den Fernseher oberhalb der Sitzgruppe angebracht. Das heißt, zum Fernsehschauen muss man vorne im Fahrerhaus sitzen. Und man muss immer nach oben schauen, was manche für nicht so eine glückliche Lösung halten. Ja? Aber vielleicht kann man ihn auch tief absenken. Das wollen wir jetzt nicht ausprobieren. Wir wollen ja das Fahrzeug nur angucken und nicht zerlegen. Das Tischlein ist auch ein bisschen schmal. Der hat sogar noch eine Verlängerungsplatte. Also der Tisch schaut größer aus, als ihn wir in unserem Wohnmobil haben. Das muss man ganz klar sagen. Die Ossi probiert sich schon dran und ohne Vorbereitung. Ossi ist technisch begabte Frau. Guck mal. Ja, die Ossi kennt sich auch. Größer auf jeden Fall als im Dynamiklein von Hümer. Aber schmaler. Er ist etwas schmaler, aber Fahrzeug ist ja auch insgesamt etwas kürzer. Ah ja, okay. Ja? Aber das ist ganz gut, dass das hier... Ein schöner Tisch, also für ein eigentlich 2-Personen-Fahrzeug oder 3-Personen-Fahrzeug ein sehr schöner Tisch. Ja, aber das finde ich auch. Ja, ganz toll. Da oben haben wir noch Schränke. Aha, okay. Und? Oyster hat das anscheinend. Also hier steht Oyster. Die kann man überall einbauen lassen. Ah, okay. Ja, ich weiß nicht, ob das schon Antenne komplett ist. Und hier haben wir Ablagemöglichkeiten. Und ein Fenster. Und ein schönes großes Fenster. So, hier haben wir die Technik untergebracht über den Eingang. Dann haben wir hier auch gleich 2 Garderobenhaken. Und wo haben wir noch 2? Da. Und da haben wir auch nochmal 2 Garderobenhaken. Also das ist gar nicht schlecht. Ich wollte auch noch die Breite nachschauen von dem Fahrzeug. Das haben wir hier. Also die Breite sind 2,20 Meter, / 2,05 Meter, was auch immer das bedeutet, 2,20 Meter, 2,05 Meter. Also es ist auf jeden Fall ein nicht ganz so breites Wohnmobil, was beim Parken und in engen Gegenden schon ein Vorteil ist. Also Marco, unser Fazit ist ein Ossi. Fahrbares Womo. Naja, fahrbar ist jedes Womo. ein bewohnbares Womo. Oder wie soll man da jetzt sagen? Ein Wohnmobil charakterisiert sich dadurch, dass es bewohnbar ist und fährt. Also es ist ein Wohnmobil, das stellen wir fest. Ja, genau. So, ist es jetzt schön oder nicht schön? Ich denke, da kann sich jeder doch über seine eigenen Gedanken machen. Genau, wir haben es vorgestellt und wir finden es nicht schlecht. Ja. Ja, also es ist natürlich... Ach, du hast das Bad überhaupt schon gezeigt. Ach so, nein, das machen wir noch. Das ist ja was ganz Wichtiges. Ja, genau. Also ich mach's dir auf und gehe dann auf die Seite. So. Ah, da haben wir hier eine Dusche. Eine Raumdusche sozusagen. Aber das ist ganz gut gelöst. Was halt wieder etwas schade ist, ist der Radkasten. Und das Waschbecken, das ist natürlich etwas... gewöhnungsbedürftig, das muss man immer verschieben, wenn man die Toilette benutzen will. Ja, aber so ist es halt. Irgendwo muss man immer Zugeständnisse machen. Bei jedem Wohnmobil. Wir mussten ja bei unserem auch Zugeständnisse machen.
klar, was bei dem einen gut ist, ist beim anderen schlecht. Ja, so ist es im Leben. Deshalb ist es auch gar nicht so einfach, das für sich richtige Wohnmobil rauszusuchen. Genau, und da haben wir jetzt einen Schritt dazu beigetragen und euch ein Fahrzeug von Weinsberg vorgestellt. Genau. Jetzt geht's weiter. Also Marco, hoffentlich konnten wir dir da bei deiner Wohnmobilfindung etwas behilflich sein. Genau. Ciao. Helle? Hast du schon gefunden, was jetzt weitergeht? Okay.